So, meine Lieben, ich wollte heute ein Design machen und habe gedacht, da nehme ich euch gleich mit. Und zwar mit den Produkten von MPK Nails. Und zwar wollte ich den grundieren mit der Limited Edition Deluxe Jennifer. Das ist ein zarter Rosé-Ton, ja, so Alt-Rosé. Bisschen undefinierbar. Jo, die Farbe fand ich ganz schön. Und damit grundiere ich den erstmal. Ein Tipp. So. Jetzt ist da wieder ein Fussel drin. So. Und der kommt dann in die Lampe. Da ist schon wieder ein Fussel. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Der ist jetzt grundiert. Und kommt erstmal in die Lampe. So, dann wollte ich das Black Aromatic benutzen, die 997, das ist ein Painting Gel, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Und vielleicht versiegel ich den dann mit dem Brilliant Quick Finish Silberschein, bin ich mir aber noch nicht so sicher, mal schauen. Und werde hier diesen Pinsel mal ausprobieren, ich habe ihn mal ganz kurz ausprobiert gehabt. Aber ich bin mal gespannt. Der hat so eine ganz dünne Spitze. Den wollte ich unbedingt damals haben und habe ihn nicht gleich gefunden. Und der hat eine etwas längere. Den werde ich ausprobieren. Und dann brauche ich noch ein Mattversiegler und da werde ich den von Precious Linie nehmen, Satin Quick Finish. Also wenn der ausgehärtet ist, werden wir diesen rauf machen. Hier habe ich schon mal meine Platte. Mein Pinsel mache ich sauber. So. Den werden wir jetzt versiegeln. Der ist so ein bisschen, schaut so milchig aus. Den mache ich auch ganz dünn rauf. Und der kommt jetzt auch wieder in die Lampe. Und wenn der ausgehärtet ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet. Schöner Matteffekt. Und habe mir meine schwarze Farbe schon auf die Platte gemacht. Und ich arbeite den immer ein, dass der schön betankt ist. Und nehme mir dann einen Stupsel. So, den ersten habe ich schon mal.
Mal gucken, was da draus wird. Ich male ja immer einfach drauf los. Zwischendurch mal anhärten. Das muss nicht lange sein, nur dass es nicht verläuft. Nehme ich wieder einen Stupslauf. So. Und das kommt jetzt noch mal kurz in die Lampe zum Anhärten. So, nochmal einarbeiten und wieder einen Buckel rausnehmen. Da müsst ihr mal darauf achten, dass der sich nicht nach hinten zieht. Ne? So, jetzt ist der schön an der Spitze vorne noch. Da geht das. So, das tue ich jetzt wieder ganz kurz in die Lampe. Na, jetzt bin ich da hingekommen. Ich hoffe, ich habe mein Muster jetzt nicht zerstört.
So. Nö, alles noch da. Gott sei Dank. So, dann mache ich hier noch eins hin. So, das kommt jetzt noch mal in die Lampe. Ihr müsst halt so Painting-Gele immer ganz gut zum Schluss aushärten. Also ich mache es meistens immer so 2-3 Mal, weil die sind hochpigmentiert, dass da wirklich gar nichts passiert. Tja, ich glaube, ich mache hier noch mal was hin. So. Karg. Das mache ich noch mal ganz kurz in die Lampe, weil ich will bei dem einen oben noch was hinmachen. Und das ist nicht schön, wenn es dann verschwimmt ineinander. Ja, ich glaube, ich werde das dann so lassen. Ja, so finde ich das richtig schön. Das kommt jetzt in die Lampe. Und das muss jetzt erstmal richtig aushärten. Und dann versiegel ich das doch nicht mit diesem Silberschein, sondern ich werde noch ein paar Steinchen setzen. Ich hole euch dann wieder zurück, wenn es ausgehärtet ist. Bis gleich. So, ich habe gedacht, ich male jetzt da noch ein paar Pünktchen hin. Jetzt habe ich meine ganze Farbe schon wieder weggemacht.
Ich wollte ja noch Pünktchen machen, ein paar. Ich war schon beim Aufräumen. So. Da nehme ich jetzt diese kleine Spitze. Diese hier von dem Pinsel. Aber ich mache da echt nicht viele. Also ein Duo-Pinsel kann ich euch auch empfehlen. Der ist super zum Malen. Ich glaube, die unteren Pünktchen mache ich wieder weg. Die gefallen mir nicht. Jetzt habe ich die auch wieder weggemacht. Na super. Und dann noch welche. Das kommt jetzt in die Lampe endgültig. Naja, da. So. Dann, wenn es ausgehärtet ist. Also ich hatte das jetzt, glaube ich, nur kurz drin gehabt. Und ihr habt gesehen, es war schon ausgehärtet, aber ich gehe immer auf Nummer sicher und tue es ein bisschen länger immer aushärten. Okay, bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier so rosifarbene Steinchen und da wollte ich einen hinsetzen und zwar genau hier hin. So. Und nehme mir ein Steinchen. So, genau. Und so kommt das wieder in die Lampe dann rein und wird dann ausgehärtet. Das ist jetzt hier komplett schon trocken. Ihr seht, es glänzt. Ich werde den auch so lassen, weil ich finde es immer schön mit diesem Matt-Glanz-Design. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal, eure Marion. Ciao!